Ein Leben im Zölibat oder frei von Zwängen und Ängsten? In der Leinwandadaption von Hermann Hesses Jahrhundertroman Narziss und Goldmund müssen sich zwei Klosterschüler für den richtigen Lebensweg entscheiden. Erzählt in dramatischen und herzerwärmenden Bildern, deren Umsetzung für Sabine Tambrea und Jannis Niewöhner eine ganz besondere Ehre war. Es ist ein Stück Jahrhundertliteratur. Das ist einfach eine große Aufgabe, eine Bürde und ein Geschenk, künstlerisch an diesem Film beteiligt zu sein. Zu sich zu finden oder auf die eigene Stimme zu hören und Freundschaft, die einfach einen ganz hohen Stellenwert hat und das ganze Leben bestimmen kann ja auch. Also es gibt viele Gründe, warum man das machen wollte. Aufwendig und authentisch inszeniert von Oscar-Preisträger Stefan Rosowitzki. Also Dreharbeiten, bei denen von den beiden Schauspielern einiges abverlangt wurde. Das Tolle an diesem Film war, es war nichts schwierig zu spielen, weil es einfach von der Chemie her zwischen uns beiden so gepasst hat. Und überhaupt haben wir uns über 3 Monate hinweg sehr mit dem Buch und dem Drehbuch beschäftigt. Also es war das reinste Vergnügen, auch die schwersten Szenen zu spielen. Trotzdem musste sich vor allem Jannis Niewöhner körperlich intensiv auf seine Rolle vorbereiten. Im Film ist er als Goldmund nämlich mehrere Male komplett nackt zu sehen. Es ist halt gar nicht so schlimm oder so besonders, wie man sich das vorstellt. Oft wird dann ja auch noch gesagt, kannst die Unterhose ruhig anlassen oder so. Und ich finde einfach, da muss man es auch einfach machen. Und dann fühlt sich das am Anfang, oder vorher denkt man eigentlich, dass es komisch ist. Und dann ist es, aber man macht es ja auch immer in der Rolle. Das ist nie was, wo man so groß drüber nachdenkt. Ich glaube, es ist immer so für die anderen von außen großes Thema. Aber an sich ist man halt nackt. Aber auch die handwerkliche Begabung seiner Figur war für ihn keine Hürde. Denn beruflich mit Holz zu arbeiten, könnte sich der Schauspieler selbst ebenfalls sehr gut vorstellen. Ich werde manchmal gefragt, was ich gemacht hätte, wenn ich kein Schauspieler geworden wäre. Und dann sage ich ganz oft Schreiner, weil ich, glaube ich, auch eine sehr romantische Vorstellung von dem Beruf habe, aber das irgendwie total toll finde und auch eine Arbeit, wo man so sehr bei sich ist, glaube ich, oder sehr bei sich sein muss. So wie im harten Klosteralltag. Den würden die beiden allerdings auf gar keinen Fall gegen ihr normales Leben eintauschen wollen. Wir haben es ja erlebt in der Vorbereitung. Wir waren jeweils ein paar Tage in Zwettl im Kloster, um das Leben dort irgendwie, also aus der Nähe zu betrachten und was Religion für die Menschen dort bedeutet. Für mich definitiv nein. Also ich bin glücklich in meinem Leben, wie es ist. Und da brauche ich keinen Ort, wo ich mich zurückziehen kann. Mir hat die Ruhe schon gut getan da, aber es wäre auch auf keinen Fall ein Weg, den ich für mich wählen würde. Also als Ausflug ist es toll, aber mehr auch nicht. Und das wohl vor allem auch wegen den ausgefallenen Frisuren der Mönche. Etwas, das Sabine und Jannis vor jedem Drehtag viel Geduld abverlangt hat. Nicht gut. Naja, das war für mich waren es vor allem die langen Maskenzeiten, die man hatte, dass man wirklich da. Ich meine, ich saß einmal wirklich 3,5 Stunden auf dem Stuhl und hab dann auch noch Wunden und den Bart und die Haarteile reinbekommen. Und das war anstrengend, aber letztendlich lohnt sich das dann sehr. Na, auf jeden Fall. Denn Stefan Rosowitzki ist mit Narziss und Goldmund eine bildgewaltige und packende Verfilmung der berühmten Romanvorlage gelungen. Eine Geschichte über eine tiefe Freundschaft, die garantiert jedem ans Herz geht. Narziss und Goldmund. Jetzt im Kino.